Hallo, hier ist wieder Winfred 2011 und ich präsentiere mich jetzt für ein neues Video. In diesem Video geht es um Pushy und Co. von Level 21 bis Level 30. Wartet mal ab, ihr werdet es jetzt sehen, was hier abgeht. Und ich werde es euch zeigen, weil ich Winfred 2011 bin, werde ich es auch wirklich zeigen. Und es nicht so tun. Jetzt wartet mal ab. Das Level ist ja schon gestartet. Ich bin schon am Rumlaufen. So. Nur noch die Kugel färben. Und das war's. Level 21. Level 22. Jetzt kommt der lilane Puls. Dieser lilane Puls wird uns jetzt ärgern, denn er wird jetzt in jedem, fast jedem Level immer noch dabei sein. So, wir umbauen die Kiste. Und wenn wir jetzt... Ihr hört mich ja schon tippen. Ich kriege die Kiste nicht nach oben. Weil dieses lilane Ding hier ist so eine Art Verbauungsdingen. Das verbaut gerne mal die Wege. Das heißt, wir müssen jetzt strengstens aufpassen, was wir hier tun. Damit uns hier nichts verbaut geht. Ihr dürft diesen Rahmen hier auch noch weiter mit Lila versehen, damit ihr nichts zu weit an den Rand schieben könnt. Aber das mache ich jetzt nicht in diesem Tutorial hier. Ich werde es jetzt beenden, damit es schneller geht. So, nur noch diese Kugel hier. Dann läuft man hier einmal rum und dann packt man die weg. Da packt man die weg und dann geht man ins... Ist doch einfach. Jetzt haben wir dieses Level. Müssen eine Kiste auf den Knopf setzen. So. Und können wieder ins Haus. So einfach ist das. Jetzt kommen wir hier hin, wo wir die Kugel wegschieben müssen. Und die Kiste kommt auf den Knopf. Ihr seht schon wieder, die Gefahr lauert vor uns. Die lilanen Pulse. Aber das macht nichts. Die sind nun mal da. Und ich bin ja Winter 2011 und ich werde es euch präsentieren. So. Jawohl. Kisten sind weggetan. Jetzt kommt der lilane Puls ins Spiel wieder. Jawohl, Level 25. Ich bin echt schnell, wa? Immer nur noch im Kreis laufen hier. Und Kugel weg. Kiste an der Seite. Allerdings nicht zu weit unten, sonst können wir sie nicht mehr wegschieben. Denn die brauchen wir jetzt. Die Kiste wird von uns jetzt gebraucht. Beziehungsweise von Pushy besser gesagt. Aber wir sind ja in dem Fall Pushy. Und zack, bumm. Da sind wieder die lilanen Pulse, die uns immer erwarten werden. Doch ich werde drumrum gehen. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Wir müssen nur noch die Kisten hier richtig in eine Bahn bringen. So. Die beiden Felder, die brauchen wir,
da wo ich jetzt rüber hüpfe, damit wir hier die Kugel umlenken können. Jetzt kommt eine Kiste auf den Knopf. Und dann wollen wir mal starten. Ihr seht, wie ich durch die lila Pulse durchlaufe. Und ohne sie zu berühren. Das müsst ihr nachmachen, denn sonst habt ihr schlechte Karten. Die verbauen euch alles. Jetzt kommt noch eine Levelstärke. Level 28. Es sieht zwar schwer aus, ist es aber gar nicht, wenn man es erstmal kann. Da ihr es ja von mir lernt, könnt ihr es also. So. 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 Und so. Erste Kugel kann weggeworfen werden. Die eine brauchen wir noch. Das ist die Knopfkugel, die sogenannte. Also ich nenne die jetzt so. So heißt die natürlich nicht. Aber ich brauche die Kugel halt für den Knopf. Genau wie ihr. Dann können wir nämlich hier besser rumgehen. So, dann wird das dahin geschoben und schon gehen wir ins Haus. Die Kisten, die stören uns eine Weile, aber das macht nichts. So, jetzt schieben wir hier die Kisten runter und packen die Kugel weg. Jetzt kommt der lilane Puls. Ihr müsst die Kiste hochschieben, damit ihr euch nichts verbauen könnt. So. Und schon das letzte Level dieses Tutorials. Zack. Dann wollen wir mal die Kiste holen. Und sie auf den Knopf bringen. So. Dann wollen wir die Kugel wegpacken und fertig. Danke zum Anschauen. Und ich bin immer für euch da. Winter 2011. Bis zum nächsten Video. Ciao.